So, Dolores, dann. Vielleicht in den Bunker? Irgendwie noch? It's a locked, bolted and electrified gate. It's a security keypad. Pizza Shack. Ist das vielleicht die Telefonnummer von denen? Ah. Komm zum geheimen Treffen. Elektrischer Zaun. Nicht berühren. 479699. Wie geil ist das denn? Okay, wir sind da. Hallo Pizzawagen. Wie geil. Ach schön. Ach, wie geil ist das? Das finde ich ja schön, sowas. Der Pizzamann! Der Pizzastückchenmann! Dolores Edmund, are you gonna use your mind control ray on us? Ja, willst du? Out! Out before you change my mind! Okay, sie darf das also nicht. Dann lass sie das doch machen. Alter, wie geil ist das? Diese Fresse, wie sie zieht. Oh, schön. Dieser anteilnahmslose Blick. Großartig. Und Stopcorn. You're not welcome here. No feds allowed. No amscrape, pig. Oh yeah. Well, we'll be back with a warrant. Okay. Ein Haftbefehl für ihn. Ich wüsste nicht wofür. Wir ihn kriegen sollten. Vielleicht der Clown. Ich habe keine Ahnung. Letzter Versuch, Clown. Die anderen sind der andere ist ja auch ein Bundesagent, der kann da auch nichts machen. Ich hab keine Ahnung. Da lag übrigens ein Staubkorn im Dings. Das vorletzte Staubkorn und ich darf es nicht nehmen, ey. Ransom, welcome to our important meeting. We were waiting for you. And don't forget to take your goodie bag. Oh, wie geil. Leaving. Cool. Thanks for coming. Stay vigilant. Bist du überhaupt der Pizzabote? It's just a cover, so I can go find new recruits without drawing the eye of the man. It's like Brett always tells me, you got to blend in. Oh, and a giant slice of talking pizza totally blends in here in a town that doesn't have a pizza joint, right? Exactly. Hide in plain sight. Idiot. Why a pizza costume? Why not something less conspicuous, like a clown costume? Duh. Like I'd go above ground without protection from the signals, you gomer. My whole pizza suit is lined with foil.
Oh yeah, you're wearing a foil-lined pizza costume, and I'm the Gomer, moron. So geil. What is this place? It's our secret bunker. Brett built it so we can finally be safe from the government and their high-frequency mind control waves. They only work above ground. You know you're crazy, right? You just think that because you've been on the surface too long, dude. If you stay down here and let the effects of the signals wear off, you'll realize how much sense this all makes. Or you could wrap your head in tinfoil and protect your brain. No, my name. You! I ain't ruining my clown fro for some conspiracy nut job. Do you really believe this conspiracy crap? I trust my brother. Brett uh-huh. is like the smartest guy I know, and he explained everything to me. Like how mucus phlegm secretly makes games that deny us free will, and CDs are a government conspiracy to prevent us from playing songs backwards and picking up their coded messages. Your brother's a loon, kid. How many morons have you recruited so far? I got quite a few of the town folk on board now. We got the Pigeon Sisters, George the Postman, Carney Joe, DJ Cassie. We're growing, but we still gotta keep it on the down low. I can't have the sheriff getting suspicious and trying to shut us down. Good thing there ain't anything suspicious about you, face. I think I left my hot plate on. Gotta run. What a waste of time. Don't forget to take a goodie bag. Deine Geschenketaschen nicht vergessen. Ganz wichtig. Die Pigeon Brothers, natürlich. Wie geil ist das? Los, nimm sie. We're starting the meeting now. Please, gather round. Oh mein Gott, was passiert hier? Der Postbote. Hello all, thank you for coming to this very important informational meeting. I'm Brett Lockdown, and that's my brother Chet guarding the elevator. Hiya. First I have to ask, any pets here? No way. All right then, let's begin. Have you heard the signals? The government is controlling your mind. They are taking away your free choice. We are becoming mindless sheep with no control over our destiny. Fight back. Are you with us? Yeah. Squawk. Yes. Squawk. I'm with you. Yeah. That's all for now. Stay vigilant. And don't forget to take a goodie bag before you leave. No shoving. No shoving. No shoving. Squawk. No shoving. Ow! Eek! Squeal! No pinching! No shoving! Nope! Was zur Hölle? Nimm mal alles mit. I already got one. Dann schau mal rein, was ist da drin? Eine Diskette, natürlich! It's pretty heavy. It's a brick wrapped in aluminum foil. Oh Mann, ey, das ist doch alles nicht wahr. Ich find's geil. Das ist so bekloppt. Okay, pass auf. Wir gehen mal wieder raus hier. I can't use the map here. Gotta take that goddamn elevator. It's the scary elevator back to the surface. Dann mach's gut. Ah, schön, schön. So, jetzt gib mal die Diskette an Dolores. Thank you. Thank you. Thanks a lot. So, und Dolores geht jetzt mal wieder in die Fabrik, bitte. Das ist so bekloppt. Das ist so unfassbar bekloppt einfach. So, nutze das. Nein, fast richtig. Diskette in Terminal. It's booting up. Dolores, I feared you would come. Uncle Chuck? Where are you? I have uploaded myself into the Pillow Factory's master computer. Pillowtron? You uploaded yourself to Pillowtron? Not just the Pillowtron, but the Pillowtron 3000, TM. And I am now more intelligent and powerful than anyone in the world. The things I know would blow your mind. This is your mind.
This is your mind blown. And there is nothing you can do to stop me. The computerized world will bend to my every will. Uncle Chuck, you have lost your mind. No, Dolores, I have gained a mind. A more powerful mind. A mind linked to the fabric of creation. Join me, Dolores, before it's too late. I will not join you, Uncle Chuck. I will find you and stop this insane plan of yours. Let the games begin. Finde raus, was mit Dad passiert ist. Sammle einen Staubkorn, durchsuche die Fabrik weiter. Okay. That doesn't seem to work. I think I've seen this. That doesn't seem to work. Let me see what's inside the foil. C4. Ach, guck mal. It's a sheet of aluminum foil. Ach, das ist ja schön. Nutze das mit. That would make a huge mess. Ja, das ist der Plan. So, ich speichere mal ganz kurz. Ja, diesen hier. Finde ich ja geil. Durchsuche die Fabrik weiter. Nutze das mit. Ich habe so eine Idee. Vielleicht kann Ransom was machen. Durchsuche die Fabrik weiter, genau. Der hat doch diesen Zapper hier. Und der Zapper, der kann das doch bestimmt zum Explodieren bringen. Das ist doch bestimmt der gute Zünder. Take cover! It's gonna blow! Wie geil. Piff! Oh, reicht aber. Schön. Ja, cool. Dolores, geh doch mal vor. Sei so gut. So, einmal gespeichert. Ja, dieser hier. So, passt. Okay. Oh, ein Staubkorn. Yay, wir haben wirklich alle Staubkörner. Sicherer Tod. Das Staubkorn können wir noch nehmen. I have become one with Pillotron 3000. And you are all doomed. Sammle null mehr Staubkörner. Wuhu, wir haben alle Staubkörner geschafft. You will never defeat me. Certain death. I have one with Pillotron 3000. And you are all doomed. Oh, schön. You will never defeat me. Wir gehen mal wieder zurück. Das kann vielleicht die Dame machen hier. Die hat auch hier so eine Superwaffe. Die wird ganz wichtig zum Schluss des Spiels, hieß es doch. C4 mit einer Lunte zünden, genau das. Was war ein Elektrozünder? There's a staircase, there's a staircase. My evil computer-controlled robot arms are too powerful for you. Sicherer Tod. My evil computer can- It doesn't seem to fit that. I'm sure it has a very important use. I'm not going in there. I'm not going in there. There is no way to get by my computer-controlled robot arms of death. I'm not going in there. Kann ich vielleicht... Kann ich vielleicht hier irgendwas noch mitmachen? I don't understand computers. I don't understand computers. Das sieht ja aus, als wenn hier irgendwie man runterfahren könnte oder hochfahren oder sowas. Gibt's hier sonst noch was? This painting is firmly nailed to the wall. It doesn't seem to fit that. I'm sure it has a very important use. Ugh. Smells awful. Nee, leider nicht. Okay. Hm.
Sie weiß nichts von Computern und will aber die KI stehlen. Das wird ja mal schwierig, würde ich sagen. You are all doomed against the AI. Ich hab doch gespeichert schon, aber ich mach's trotzdem nochmal eben. Power of Pillowtron 3000! Okay, I'm pushing it. Okay. Ist trotzdem immer noch. Sprengt immer nur das Menschen, ne? Ja, schade. Ah, schade. Hätte ja klappen können. Nee, hätte es nicht. That doesn't seem to work. You are all doomed against the AI power of Pillowtron 3000, TM. I'm not going in there. I'm not going in there. I can't reach that. My evil. I can't reach that. Schade eigentlich. You will never defeat me. I'd better save it for something else. You are all doomed against the AI power of Pillowtron 3000, TM. I don't want to waste it on that. Es geht nicht. There is no way to get by my computer I don't want to use it with that. That doesn't seem to work. Ach schade. Jetzt dachte ich, man könnte meinen Staub für irgendwas noch nutzen. Aber das geht auch nicht. Oh, ich habe so eine Idee. Help me, please, help me. I have become one with Pillowtron 3000. And you are all doomed. Help me, hieß es. I'm not going in there. Okay, der darf, der will auch nicht. Vielleicht er hier? Wenn der Geist jetzt raus könnte, wäre das super. Das wäre wirklich perfekt, weil. Voilà. Weil der Geist ja da durchlaufen kann, ohne dass ihm was passiert. You are all doomed. I'm not going in there. I don't want to play games with my starship now. My evil computer-controlled robot arms. It doesn't work in that. Der sichere Tod. Tja, wie kommen wir denn da durch? Wie kommen wir da durch? So, hat sie noch irgendwas dabei? Oder kann sie sich vielleicht nochmal in das System hacken? So, Passwort. Letzter Login vor 8 Tagen, das war's nämlich. So, Verzeichnis. Chuckmod. Verzeichnis. Varud Bin Games Tubes. Temp. Fabrikstatus. Pillowtron in Betrieb. Haupttor geöffnet. SN01 Wachen. Wartungsmodus. Fabrikmaschinen in Betrieb. Bürotür aufgesperrt. Roboterhalle tödlich. Laserhalle tödlich. Pillowtron 3000. Temp kalt. Tic-Tac-To. Ich denke. Und das ist der Reihe. Linke Spalte. Sudo-Schalter aus, genau. Sehr schön. So, mittlere Reihe, rechte Spalte. Äußere Reihe, rechte Spalte. Schade. Unentschieden, ja. Adventure, Chuckmod. Geschrieben bei Colossal Dungeon Cave Quest 2. Geschrieben und programmiert von Ron Gilbert. Da müssen wir wahrscheinlich durch, ne? So, jetzt müssen wir natürlich. Warte mal, Ende. Wir müssen uns nochmal in dem Buch kurz umgucken. Nutze
die Dekodierlinse mit dem Tippsbuch. So. Bla 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 bla. Gehen Sie nach Westen. Da könnte man was finden. Gehen Sie weiter nach Westen. Sie finden einen Raum mit einem Lichtstrahl wieder. Viele haben sich gefragt, was riecht. Bla 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 bla. Falls Sie in der Halle mit den Robotern stehen, kann das geheime Lieberkommando FIS-Scam das Spiel und damit den ganzen Computer und zum Absturz bringen. Das ist gut. So. Du erwachst in einem dunklen, klammen Raum. Der Fußboden ist harter Stein. Schwaches Licht kommt von Westen. Und geh nach Osten. Ach komm, das machen wir mal. Ich will das wissen, wie man stirbt. Du gehst in eine dunkle Kammer, du siehst ein Licht. So als ob Sperre in deiner Laterne glitzern. Speere in deiner Laterne glitzern, Entschuldigung. Aber es ist zu spät. Du wirst aufgespießt, bevor du reagierst. Du liegst Stunden in der dunklen Kammer. Das Blut tropft aus deinen Venen. Dein Bewusstsein schwindet langsam. Du suchst nach dem Grund deiner Anwesenheit. Was hat dich in die dunkle Todeskammer geführt? Hattest du eine Wahl oder wurde für dich gewählt? Als dir alles klar wird, gewinnt der Tod. Und es bleibt dir nichts. Nichts. Dieses Ende gibt mir zu denken. Was für ein bescheuertes Ende. Okay, ich will mal wissen, was auch nach Norden passiert. Nach Norden. Sieh dich um. Der Fußboden, bla bla bla, nach Norden. Es gibt keinen Ausgang nach Norden. Warum nicht Süden? Geh nach Westen, los. Du stehst in einem langen Steinkorridor nach Ost und West. Es riecht nach Tod. Sieh dich um. Okay. Geh weiter nach Westen. Du stehst in einem großen Raum. Ein Lichtstrahl kommt aus der Decke. Im Norden hörst du einen Fluss. Geh zum Licht. Geh zum Licht. Die Öffnung ist zu hoch. Geh nach Norden. Der Pfad endet in einer Sackgasse. Es gibt keinen Ausgang, außer nach Süden. An den Mauern sind seltsame Höhlenmalereien. Untersuche die Höhlenmalereien, komm. Dies sind seltsame Zeichnungen, die Menschen zeigen, die in Panik vor Robotern fliehen. Andere Menschen steuern die Roboter mit Joysticks und lachen dabei. Sage Fizz rum, will ich auch mal wissen, was passiert? Nichts passiert. Sage Fizz Scum. Abort! Dumping Core Memory. Sehr schön. Uhu, hup, hup. Rebooting in 5, 4, 3, 2, 1. Rebooting. I want to be here too, please. Hey! Wait for me! Oh oh. Oh oh. Flop, 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 flop. I think we're locked in here now. Oh, doof. Yeah, we're screwed.